Als ich zu dem Einsatz gerufen war, hat er noch festgeklebt, wurde langsam rausgeschält, rausrasiert und war schon sehr verzweifelt. Wir haben dann auch aus unserem Erste-Hilfe-Material Binden genutzt, um das Ganze zu unterpuffern, damit sie eben nicht wieder in die klebrige Masse hineinrutscht. Also Angst auf die Katze natürlich gehabt. Ich würde irgendwie nicht jetzt sagen, aber wirklich, ich habe geweint. Rasierte Katzen bekommen wir relativ selten ins Tierheim. Ich denke aber vielleicht in 2 bis 4 Wochen, dass das Gröbste wieder nachgewachsen ist, dass sie dann nicht mehr so zerfetzt aussieht, so zerzaust. Also sie hat die Aktion relativ gut überstanden. Während der Aktion war natürlich schon sehr stressig für die Katze. Aber als sie dann gerettet war, hat sie sich relativ gut erholt. Gut und schnell erholt, ja. Rasierte Katzen bekommen wir relativ selten ins Tierheim. Ich denke aber vielleicht in 2 bis 4 Wochen, dass das Gröbste wieder nachgewachsen ist. Dass sie dann nicht mehr so zerfetzt aussieht, so zerzaust. Ja, doch, als ich zu dem Einsatz gerufen war, hat er noch festgeklebt, wurde langsam rausgeschält, rausrasiert und war schon sehr verzweifelt. Ich glaube, er hat auch einen der Feuerwehrmänner in den Finger gebissen. Also in seiner Verzweiflung. Er war ja auch klitschnass, ne, hat wahrscheinlich vor dem Gewitter Schutz gesucht, hat da schon Panik gehabt, war dann festgeklebt. Also da war er schon ziemlich fertig. Aber wir warten erst mal ab, bis er vollständig gesund ist. Dadurch, dass er sehr nass war und es war ziemlich kühl an dem Abend, hat er einen Schnupfen bekommen und bekommt jetzt noch Medikamente. Und wenn er 100%ig gesund ist, dann schauen wir mal weiter. Also ich denke, das war wirklich die reine Panik vorm Gewitter. Auf dem Grundstück leben ja noch mehr Katzen, wilde Katzen teilweise. Und ich glaube, ihn hat wirklich die Panik in den Reifen getrieben. Also ich denke, für eine kleine wilde Katze war er sehr schnell zutraulich, schneller als andere. Und ich denke, vielleicht ist er einfach dankbar, dass er aus dieser Situation gerettet wurde. Die Haustür wenigstens. Ja, genau. Ja. Komm rein, ich will jetzt noch nicht das Stativ, würde ich gleich nimm mit. Mitnehmen. Mit. Ja. Optik auch gleich? Nee.
Oder zumindest zuschauen. Lecker, lecker, lecker. So ist es schön, ja. Guter Schatz, bist du. Ja, so ein braver bist du. Ja, du bist auch ein braver, ja. Sieht das da Katzengehege? Und los geht's. Umgekehrt, ja, 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 dann ist es ja so gut. Ich glaube, wir brauchen noch mal was. Nee, lass mal so. Ist schon gut. Und bitteschön. Und die Hand weg. Und bitteschön. Ihr haltet schön still und bitte. Erschrocken gucken dann. Und weiter. Ja. Genau. Ja. Oh. Sehr schön, ja.
Oh,